Es ist nicht die Sonne, die aufsteigt. Es sind unsere Sünden. What? Because it is my guilt, I claim your grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shake my guilt once again. What the F? And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace. Sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Miracle. Nacken da ist, außer meiner. Bruderschaft der stummen Trauer? LB. Gallenflaschen. Da holt sich Gallens Face, Alter. Drücke LB, um eine eurer Gallenflaschen zu leeren und so eure Lebenskraft wieder aufzufüllen. Die Flaschen werden frisch befüllt, indem ihr an einem Beatpult niederkniet. Findet leere Flaschen, um die maximale Menge zu erhöhen, die ihr tragen könnt. Okay. Ein Doppelsprung. Gibt nur einen Angriff, oder was? Ausweichen, oder was? Ein Angriff, so wie es aussieht. Ah, gut, okay. Alles klar, let's go. Okay. Runter. Will ich mit dem Stick spielen? Ich weiß nicht. Oh. Muss da durchrutschen. Wallclimbing gibt's nicht. Haben wir denn eine Karte? Gott sei Dank. Gibt eine Karte. Ich kann dann selber entscheiden, wo was ist, oder? Ja, aber da sehe ich ja von der Karte her, sehe ich ja, dass ich da nach oben laufen kann. Deswegen brauche ich da auch nichts markieren, oder? Ja, da ist ja so ein Strich frei, ja.
Betpol, drücke Y, ja. Drücke Y, um einen Betpult niederzuknien, euer Spiel zu speichern und eure Gesundheit und eure Flaschen wieder aufzufüllen. Sterbt ihr, wird das Spiel am letzten Betpult, das ihr aufgesucht habt, neu gestartet. Ruhepausen führen zum Wiedererscheinen von Gegnern. Ja, okay, ist alles Standard, ne? Was mich aber interessieren würde, wenn ich jetzt einen Gegenstand aufhebe, nachdem ich gespeichert habe. Nee, das ist wahrscheinlich so ein Sword and Sanctuary Ding, wa? Von wegen, es wird wirklich nur dann gespeichert, wenn du hier rangehst. Also es ist nicht so wie bei Dark Souls, dass ja nach jedem Item, was du aufhebst, wird ja immer gespeichert. Sobald du ein Item aufhebst, wird gespeichert. Das ist ja bei Dark Souls so. Ja, bitte, herein. Pfad der stummen Trauer. Kann ich ausweichen? Oh. Kann ich hier nochmal trinken? Fuck, man. Vergessen, wo man trinken kann. Exemplares Excommini Excommunicatio. Was denn für eine Sprache? Jetzt gestorben? Fängt ja gut an. Drück RT, um auszuweichen. RT. Also ist doch dieses Rutschen ausweichen. Nutzt diese Aktion, um durch Engstellen zu kriechen, physischen Angriffen auszuweichen und euch durch Gruppen von Feinden zu bewegen, ohne Schaden zu erleiden. Aber ich hab's gedrückt. Wahrscheinlich habe ich zu spät gedrückt oder so. Was ist das hier? Schuldfragment gefunden. Flawless Victory. Requiem Artenal? What the fuck? Was macht der Sound? Zu laut? Zu leise? Genau richtig? Hat er gerade sein Blut reingezogen, du Ekelpaket? 300 Seelen habe ich. Oder Punkte oder Schuld, keine Ahnung. Das wird ein geiles Spiel. Ist okay, sagst du? Ist okay. Also bei mir schlägt das Spiel voll aus, ne? Also...
Schlüssel zur Kammer des ältesten Bruders benötigt, um diese Tür zu öffnen. Zum Vorfahren eine beliebige Taste drücken. L und X. Ein Rohrschlang. Nice. Die heilige Linie. Ey, Zipfelmann. The anguish of the eldest brother has now come to an end. Okay. Red weiter. Ach, ich muss drücken. I am Deo Gracias, witness to and narrator of the acts of the grievous miracle. Such is my penance, as yours is silence. The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great, sacred and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. Loser. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain access to what they guard. One of them must be performed in the high mountains, covered in thick blankets of snow and ice. Ich mag den Level jetzt schon. Der ist mit Eis und Schnee. Another in the depths of a dark, entombed church where the sleeper lies. Begrabene Kirche, okay. And the last one at the end of the trail, carved by moans that claw their way out of an iron spiral. In the bowels of the bell named Hondo that grows into the earth. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Having grown, with more thorns sprouting from it, writhing over the figure of the father carved into the knob, that will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness. Erlangt Dorn. Inventar. Ihr findet alle eure Objekte im Inventar. Drückt während des Spiels Start, um euren Inventar zu öffnen. Okay. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. However, what I do know is that sorrowful be the heart. Dorn, kleines Geschenk von Dae Gracias. Unter den Handschutz eures Schwertes in das Bildnis des Verdrehten genagelt. Die dem Miracle entsprungenen Dornen nähren sich von Sünde und Schuld, wachsend mit der Bürde des Trägers. Mirakel. Aha. Deo Gracias, lebe wohl, Bruder Abt. Ihr wisst, dass ich diesem Kloster als Schreiber diente, seit ich ein Kind war. Ich schrieb über die Kirche, unsere Heiligen und unser Mirakel des größten Schmerzes.
Ich muss euch mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, euch zu verlassen, obwohl ich weiter schreiben werde. Innerhalb dieser Mauern kann ich kein wahres Zeugnis des Mirakels ablegen. Ich muss euer heiliges Werk mit eigenen Augen singen. Ich werde zum Verkünder des Mirakels, wohin auch immer es mich führen mag. In Regen und Sonne und ungeachtet des heißen Sandes unter meinen Füßen. What? Also Rosenkranzperlen. Mhm. Reliquien. Mhm. Questobjekte. Okay. Mea culpa Herzen. Gebete. Fähigkeiten. Da sind wir doch genau richtig, oder? Und Sammelstücke. Ah ja. Und Mea culpa 0. Das ist mein Level, oder was? Letzte Worte. Der Büßer führt eine vierte Combo als Vollstreckungsangriff aus. Ah. Na gut, so weit sind wir ja noch nicht. Ja, bisher ganz interessant, nicht wahr, Minkin? Haben auch schon unsere ersten 300 Erfahrungspunkte. Die Raben dürfen wir nicht töten. Da hat jemand ein... Alter, es muss doch voll schwer sein, oder? Voll niedergeknüppelt, den armen Sack, ey. So, fortgeschrittene Technik. Parieren, Konter, Vergeltungsschlag. Drücke RB für Parieren. Mit diesem Manöver könnt ihr schwache Angriffe kontern und schwere Hiebe umlenken. Drückt während des Parierens im Moment des Angriffs X, um einen Vergeltungsschlag auszuführen. Dies erhöht die Kraft des Hiebes und bewirkt bei manchen Gegnern Betäubung. Upsala. Lol, wer sich etwas in die Luft aufgelöst hat. Erlangt Verdiales, was? Um dieses Gebet zu nutzen, müsst ihr das Inventar öffnen und ausrüsten. Verdiales des gottverlassenen Hamlets. Ein Lied, das während der Feiern einer untergegangenen Stadt gesungen wurde. Seine Kraft durchdringt Böden, Mauerwerk und Decken und fügt den Feinden des Büßers Schaden zu. Der Klang eines Muschelhorns ging diesem Lied einst voraus, aber nun bleibt nur Stille. Oh, bei Regen, Sonne oder Wind, möge dieses Land gesegnet sein. Ob gehend oder im tiefen Schlaf, möge dieses Land gesegnet sein. Ob bei Tage oder im Dunkeln der Nacht, möge dieses Land gesegnet sein. Billig. Boah, was bringt mir das? Gebete. Achso. Gebete und Inbrunst. Rüstet ein Gebet aus eurem Inventar aus und drückt dann LT.
um es aufzurufen. Gebete und einige Kampftechniken verbrauchen Inbrunst. Führt Angriffe durch und exekutiert Gegner, um eure Inbrunstleiste aufzufüllen. Ja, die blaue Leiste, okay. Ja, nice. Ich wollte gerade sagen, macht ihr auch was? Der greift nochmal an. Fortgeschrittene Technik, Luftsprung. Drücke in der Luft RT und X, um nach einem Treffer weiter ab aufzusteigen. Ihr könnt diese Aktion zweimal ausführen, bevor ihr landen müsst. Eins von 38 Kinder des Mondlichts. Ihr findet sie im ganzen Custodia in Käfige gesperrt. Ihr könnt sie mit jeder euch zur Verfügung stehenden Technik befreien. Ganz schön viele Techniken, die man. No answer to our plea. The miracle has forsaken us, and my ornate throne turns its back on those who wait here. Man muss ganz schön viel lernen hier am Anfang. Karte drücke, Select, um eure Karte zu öffnen. Ja, bisher ist er nur geradeaus und da hinten ist noch was. Immer recht großzügig, ne, mit den Speicherdingern. Ist okay. Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero. Sanctuary to this humble brotherhood of the Kissers of Wounds. Few remain here who can still employ it, but Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus, both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will in the miracle shall show you which ones they are.
Time outside these walls passes by strangely. In sundowns we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under set skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. Sorrowful be the heart, penitent one full of clemency. Ein Traubenschädel. Rosenkranzperlen, rüstet Rosenkranzperlen für euren Rosenkranz aus, um die Eigenschaften des Büßers zu verbessern. Findet zusätzliche Knoten, um die Anzahl der ausrüstbaren Rosenkranzperlen zu erhöhen. So, der Traubenschädel. Schädel eines Vogels zu einer Zwingel gebohrt. Seine Zerbrechlichkeit stärkt die Verteidigung des Büßers geringfügig. Was sagt denn der Sage dazu? An dem Morgen, an dem man die Scheiterhaufen errichtete und die schaurigen Klagen der Verurteilten an die gleichgültigen Ohren der Inquisitoren drangen, kam eine weiße Taube vom Himmel herab, setzte sich auf die Schulter eines Gefangenen und ließ sich mit ihm verbrennen. Also wenn das kein Zeichen war, dann weiß ich auch nicht. Aber gibt's hier nur Versager und Verletzte? Da eigentlich? Hoppen die gerade oder was machen die da? Sieht ja richtig komisch aus. Oder? Ach der da. What? So unsichtbare Wände? Erlangt Fersenbein von... Meine Fresse, geht so schnell weg, ey. Fersenbein von Persian, dem Banditen. Persian wurde von seinen Landsleuten gefürchtet und sucht arm und reich heim und beging seine Taten stets allein. Als er sich kurz vor seinem Tod nach Albero schleppte, hatte niemand Mitleid mit ihm. Der sein Sammelgegenstand... Entweihte Zisterne. Was haben wir hier? Mr. Sandman. This lowly servant greets you, O penitent one. Welcome to the ossuary of all those who will be eternally remembered. My duty is none other than to provide shelter to each and every one of these skeletal remains that linger under these intangible veils of dust. It matters little how many years or centuries have passed. The bones speak to us through their creaking and grinding and through their silence. But these remains need one another in order to reveal the truth they still guard within. Only together, in intimate brotherhood, will they achieve eternal rest. For this, they beg that you help them. Bring them before me, and in this way, we will uncover the truth that they have silenced. The bones thank you for your help, O virtuous penitent one. Bring the bones before me, and we will uncover the truth that they keep silent.
Bring the rest of. Okay, also da ist gerade was aufgetaucht. Oh, dann kommt man hier irgendwann rein, oder was? Damit kann man eine Tür öffnen anscheinend. Überall Öffnungen. So, was haben wir hier? Was ist das? Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden. Lend it to us and wipe away our tears. Because it is an act of penitence. What the fuck? Die Tugend von Mea Culpa ist erschienen. Mea Culpa Schrein. Besucht Mea Culpa Schreine, um die Macht eures Schwertes zu vergrößern. Ihr könnt auch Tränen der Ambite investieren, um Kampftechniken freizuschalten. Besucht zusätzliche Schreine und erhöht Mea Culpa Stärke, um Zugriff auf noch machtvollere Techniken zu erhalten. Also ich habe ein Mea Culpa. Okay, das ist jetzt hier dieser vierte Angriff. Was hätte man noch? Sündiger Grimm. Er sieht die Klinge mit der Macht von Mea Culpa. So kann der Büßer, deren volles Potenzial in einem einzigen, aber unglaublich verheerenden Angriff entfesseln. X gedrückt halten. Aha. Achso. Sind meine Punkte. Schwere der Sünde. Nutzt die Fallenergie der großen Höhe für einen kraftvollen Sturzangriff. Oder heiliger Stoß. Der Büßer nutzt den Ausweichschwung, um die am weitest entferntesten Gegner mit Mea Culpa anzugreifen. Beim Ausweichen X halten. Im Fallen unten und X drücken. Ach, das muss man erst extra lernen, ja? Ne, dann nehme ich, glaube ich, erstmal den. Okay. Und die nächsten 500 Punkte investieren wir denn da, aber. Man muss gedrückt halten. Okay, weiter dürfen wir noch nicht. Also wir haben jetzt rechts diese Kanalisation. Den komischen Schrein, was haben wir hier? Born of Silence. Das entspricht da auch nicht, ne? Daniela Dimitrescu ist da, möchte umgeklatscht werden. Wer hat Bock?
Fingerglied. Aus wie ein kleiner Penis. Fingerglied von Brannon, dem Totengräber. Brannon Joshua Mullins hob im Laufe seines Lebens für Freund und Feind hunderte von Gräbern aus. Aber als das Chaos losbrach, war niemand mehr da, um ihn zu begraben. So. Ist das ein Typ oder ist das eine Frau? Wie man die einfach so töten kann. Nein! Aua! Da sollte man vielleicht nicht lang. Aber auch Schaden, ey. Halleluja. Kann ich eigentlich so runter gucken? Nee. Good guy. Hör den Kopf weggesäbelt, ey. Kann ich das hier eigentlich auch abwehren, oder? Aua. Alter, die macht Damage. Die Frau macht Damage. Gute Frage. Erstmal rechts oder? Geht's ja nicht mehr weiter. Ödnis der begrabenen Kirche. Kopf ab. Ach du Scheiße, was hat der denn da? Wieso kann ich hier nicht durch? Was that? Zäpfchen der Verkündigung.
Oh, was für ein Rosenkranz, meine ich natürlich. Im Zäpfchen der Verkündigung wird das Zäpfchen ausgerüstet. Habt ihr die Chance, Tränen der Attribute zu erhalten, wenn ihr ein Objekt zerstört? What? Dekret seiner Heiligkeit Escriba. Sie soll die gesalbte Legion heißen? Achso, sie soll die gesalbte Legion oder so sollen? Sagte seine Heiligkeit. Achso. Ja, okay, jetzt macht es mehr Sinn. Ja, es scheint wirklich groß zu sein. Mal gucken, wie groß das Spiel generell ist. Also, sie soll die gesalbte Legion heißen, sagte seine Heiligkeit. Ihre Körper unter der Rüstung sollen bedeckt sein von Bandagen, getränkt von Ölen, die ich selbst segnen werde. Sie werden die Mutter aller Mütter beschützen, wie ich selbst sie beschützte. Okay. Über 600 Punkte. Achso, man kommt da ran. Okay. Ich dachte, wäre jetzt so weit weg. Sechs Prozent aber bisher. Springen, ja. Kopfbein von Barok, dem Herold. Ich finde das auch cool, dass wenn du was eingesammelt hast und danach als Start drückst, dass du automatisch dann da drinne bist von dem Gegenstand, den du eingesammelt hast. Das ist ein echt guter Service, finde ich. Also, ob Hinrichtung oder Auspeitschung, Barok war stets zur Stelle, um das Ergebnis anzukündigen. Als er die Urteile seiner eigenen Familie verlesen musste, brach ihm jedoch die Stimme. So nennt man das, ja. Boom, Bitch. Hallo Santia, danke für deinen Lurk und viel Spaß. Und aber trotzdem, ne, einen schönen Dienstag wünsche ich dir. Bam, bam, bam. Bauch aufgeschlitzt, Gedärme raustropfen lassen, dann das Gesicht in die Gedärme gehauen. Nice. Drei Wege haben wir hier schon wieder. Dann gehen wir erstmal weiter geradeaus, oder was? Gucken uns hier die Vision an. So, mit dem rechten Stick muss ich nach unten gucken. Okay. Nein, böse Steine werfe. Ganz böse. Problem ist halt, ich habe nicht wirklich viel P mehr übrig.
Brücke der drei Kalvarien? Will ich richtig lesen? Kamera geht gerade so, als wenn jetzt gleich hier so ein Fight oder sowas kommt. Here lies the door, on whose bronze the ordeals of those chosen by the miracle are perpetuated. On it, for the art of these images to be worshipped and revered, ornamentation must take place. His sculpted holiness watches us, rigid, from on high. But it is the relief of the bronze that dictates who is worthy of passing under its adorned arch. Find the holy visages, and the bronze will know. Das sind wieder diese Zipfelmännchen. For fickle are the wishes of the miracle. Here lies the door, on it, for the art of these images to be worshipped and revered, his sculpted holiness watches us, rigid, from on high. But it is the relief of the bronze that dictates who is worthy of path. Find the holy, for fickle are the wishes. Okay. Aber schnell reisen kann ich hier nicht, wa? Schade eigentlich. Punkte gibt's mir. Ja, besser als nix, ne? Muss ich von hier aus jetzt rüberspringen oder wie läuft das? Ah, okay. Da war so zwar platt gemacht, aber irgendwie. Okay. Sowas wie ein Shortcut oder was? So, wir hatten oben noch einen Weg und unten noch einen Weg. Puh, schwierig. Gehen wir erstmal nach oben. Counter, der macht schon deutlich mehr Schaden, oder? Als der normale Schlag. Hm. Oh,
da oben ist Eis. Ich muss erst mal gucken, springt der nach oben? Ja, der springt nach oben. Ja, nice. Wie er sich nicht festgehalten hat. So, Ansammlung von Schuld. War da nicht meine Schuld, dass da Stacheln sind? Stirbt der Büßer und seine Buße ist fehlgeschlagen, wird ein Schuldfragment in der Welt verankert. Das Gewicht der Schuld wächst an und verringert sowohl den Gewinn von Inbrunst und Tränen der Abbitte. Ach, Abbitte, meine Fresse. Und Tränen der Abbitte. Als auch die maximale Inbrunst. Sammelt Schuldfragmente, um euch zu erholen, oder findet jemanden, der eure Böde erleichtert. Ach, guck mal, ich behalte meine Seelen. Also meine Inbrunst behalte ich. Oh, okay. Man kriegt ja deutlich weniger, ja. Okay. Ja, auch 10% oder so, 20%. Aber nett von der, dass sie gewartet hat. Schuldfragment gefunden. Okay. Wer? So, Schwertherzen. Rüstet ein Schwertherz für Mea Culpa aus, um seine Eigenschaften anzupassen. Schwertherzen gewähren machtvolle Verbesserungen, haben aber ihren Preis. Ruht euch beim Betpult aus, um ein anderes Herz in den Schwertkern einzusetzen. So, Herz des Tugend. Samen Schmerzes. Schwertkern, gesegnet durch Schutzgebete, kann in Mea Culpa eingefügt werden. Verstärkt die Blockade und erhöht ihre Dauer. Die Werke und die Gnade des leidvollen Mirakels, zweiter Vers. Der Wind heulte durch die Risse der Kathedrale, die der große Baum erzeugt hatte. Er wirbelte die Asche zu dichten grauen Wolken auf, die die gesamte Mutterkirche in bleierne Dunkelheit hüllten. Die Erde begann zu beben, dann drang aus den Tiefen des Ascheberges ein grellender Schrei. Und zu diesem einen Schrei gesellten sich weitere gutturale Schreie. Animalisches Brüllen, monströses Kreischen und ein Schrei, der alle anderen übertönte. Der Schrei eines alten Mannes, der klang, als käme er aus dem Schlund eines Riesen. Ach, jetzt muss man auch nochmal zurück. Bäume verdorren. Das
ist eine Glocke. Anwenden hoch und runter. Okay, drückt X, wenn ihr gegen bestimmte Oberflächen springt, um euer Schwert in die Mauer zu rammen. Drückt im Hängen A, um nach oben zu springen, oder B, um herunter zu springen. Erheben, Inventar. Stärkt die Blockade und erhöht ihre Dauer. Was ist denn Blockade? Meint ihr da mit dem Parry? Speicher von Helzer, dem Dichter. Das Werk des Dichters John Clark Helzer erlangte posthum traurige Berühmtheit vor allen seinen Poen. An das rote Laub. Man fand den Text neben seinen leblosen, von einem umgestürzten Baum zerschmetterten Körper. Gut oder böse? Die sieht aus wie diese eine Puppe, wo wir da das Schwert benutzt hatten, oder? Contrite and humiliated be the heart, penitent one in silence. You stand before what remains of Gemino. Oh, do not fret for me. The cold is merciful, for it relieves our pain and numbs us before it leads us to our deaths. Perhaps the miracle the others spoke of has come to me, here in this iron tomb, lengthening distress more. Ich auch nicht. Ich muss sagen, das Spiel ist so laut, dass ich teilweise nicht mehr mitkriege, wann ihr dort schreibt, ne? To a promised land you direct your march. To the place where the frozen and the burning embrace in communion. Let me ask of you the favor of bringing me a few drops of the oils that once came out of these icy olive trees, the ones that ended up scorching the faces of every pious person who ever reached the summit. As my last wish, before it is too late for me, let me feel that pain. Take this. Leerer goldener Fingerhut. Let my numbed arm become another branch of this withered olive tree. Hurry up, I can still hear the call. Questobjekte. Goldgeschmückter Fingerhut mit einer Innenschrift, die lautet: Nur kaltes Gold kann das Öl.